Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Kanalvorstellung mit mir Ingo Viva und wir stellen The Captain heute vor. So, das ist seine erste Startseite und wie immer gehen wir halt von oben nach unten und oben sieht's schon mal gut aus. Also das sieht wirklich geil aus mit dem P und also mir gefällt das richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mehr kann man eigentlich nicht zu sagen, weil wie gesagt, das Blaue, dann halt das P und das ist alles so wie so ein, ja, weiß ich, so boff, wie so ein Aufdruck, wie so ein Stempel, so diese Captain. Echt gut aus. Und das, klar, da oben genau das Gleiche. So, dann gehen wir mal ein bisschen nach unten. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer... Gut, so was sollte nicht passieren. So. Hey Leute und herzlich willkommen zu... Nein, ich hab Spiel. So, okay. 110 Abonnenten. Ist bei Twitter und bei Google Plus. Ja gut, Google Plus, da ist glaube ich fast jeder ja. Gameplay-Einsendung. Weil er macht ja halt hier auch Kommentare. Und ja, das ist halt sein Video, was er jetzt vor 3 Wochen. Ich guck gleich mal. Ich kann jetzt mal kurz gucken. In 5 Tagen, genau, das gucken wir uns gleich mal an. Wie immer, natürlich. Erst das erste, also was jetzt am neuesten ist, also das gucken wir uns gleich an. Und dann halt natürlich das letzte. So, gehen wir mal wieder zurück. Okay. Hey Leute und... Mein Gott, so ein Scheiß. Seine Uploads, 5 Tage, 2 Wochen, 3 Wochen, 3 Wochen. Also, ist okay mit den Abständen. Also da, mein Gott, es gibt Schlimmeres. Sagen wir mal 1 Monat, 2 Monate. Das ist dann wirklich doch schon extrem. Seine Playlist von The Captain, halt auch nochmal schön aufgeführt. Und beliebte Videos. Die hat er auch noch drin. Sehr cool. Gut. Dann sehen wir uns mal kurz, wie gesagt, seine Videos an. Da halt der Faker und meine kurze Auszeit. Entweder redet er jetzt über eine Auszeit, keine Ahnung. Ich habe das Video nicht ganz angeguckt, um ehrlich zu sein, aber na gut. So, die anderen Thumbnails, die er hier so hat, richtig cool. Es ist mir sofort aufgefallen mit dem Rahmen und dann halt hier oben The Captain. Also das ist wirklich so eine neue Art von Thumbnail wieder. Habe ich noch nicht so oft gesehen. Sieht auch gut aus, also... Jedes Ding ist abwechslungsreich. Da ist wirklich immer was Neues drauf. Und da hat man auch automatisch echt Bock zu gucken. Gucken wir mal kurz auf seine Playlist. Die Playlist, klar. Real Life Stories. The Captain kommentiert. Es für Abonnenten Spezial. Das Wort zum Sonntag. Black Ops 2 Old School. Also, ja. Sehr schön. Jetzt muss ich mal kurz einmal gucken. Ich will erstmal, wie The Captain ist halt sein YouTube-Name und im wahren Leben heißt der. Mal gucken, hat er den Namen da hingeschrieben? Nein, hat er nicht. Aber er ist 15 Jahre alt. Und mit 15 solche Videos schon zu machen. Man fragt sich ja immer so, wenn man so das Alter so weiß, so. Wenn man so die Spiele dann sieht, aber ist egal, mein Gott, ey. Zocke gerne Battlefield und Call of Duty. Das macht er gerne auf PC und Xbox 360. Die HDPVR 2 benutzt er zum Aufnehmen von der Xbox. Und seit 10 Monaten auf YouTube aktiv. Ja, und er liebt alle Games. Das ist natürlich sehr wichtig. Also das geht ja Big Mana und mir genauso. Wir mögen einfach fast alle, gut, nicht alle Spiele, aber wie gesagt, den Größteil, ja. Und das ist wirklich wichtig. So, Kanäle brauchen wir uns ja eigentlich nicht angucken, wenn er hier so hat. Diskussion auch nicht. Kanal Info. Hi Leute, ich bin der Captain AK Patrick. Patrick, ja, so heißt er. Erstmal freut es mich, dass du vorbeischaust. Ich mache hauptsächlich Commentaries im COD-Bereich auf meinem Kanal. Ich rede über Game-Themen, aber auch über Neuigkeiten in der Welt. Okay, wenn es dir gefällt, lese oder Abo. Ja, das ist halt, wie gesagt, ein ganz normaler Satz. Und, das ist einfach okay. Google Plus, komm, nutz. Wer macht das schon? Also, das waren, glaube ich, die wenigsten. Ich kenne zwar ein Mädchen, die macht das sehr heftig, aber naja, gut. Wie gesagt, hier unten kann man Gameplays einsenden. Upload-Kalender. Gucken wir mal kurz drauf, den habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, den seht ihr jetzt nicht ganz. Naja, gut. Und wie gesagt, 110 Abonnenten, 3179 Aufrufe. Das ist dafür, dass er erst seit 10 Monaten dabei ist, ist okay. Also dafür, dass er jetzt, wie gesagt, nicht jeden Tag hochlädt und sowas und die eine Masse an Videos hat, ist es wirklich okay.
Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Jetzt muss ich das kleiner machen, ey. Scheiße. Ihr Scheiße. So, jetzt sieht man das auch, denke ich mal. Ja. Das ist sein, ja, witziges Video. Und ich hoffe mal, dass es nicht zu laut ist. Wenn nicht, drehe ich einfach mal hier den Pegel gleich runter. Und dann würde ich sagen, guckt es euch einfach mal an. Und, ja. Und zwar habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, es kam in den letzten Tagen relativ wenig Videos. Und zwar in 9 Tagen eigentlich gar kein Video. Ne, nicht mal 9 Tage, ist jetzt schon mehr. Ich glaube, das letzte Video war am 7. 10 Tage wären das dann schon. Boah, das ist schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall aber bin ich jetzt wieder aktiv und zurück auf diesem Kanal hier. Es lag einfach nur daran, ihr wisst ja, ich bin ja so ein YouTuber, der seine Videos immer relativ kurzfristig aufnimmt. Das heißt, ich nehme jetzt meistens Videos einen Tag vorher auf oder wenn es gar nicht gut läuft, meistens sogar an den Tag, an dem ich es auch hochladen möchte. Das ist eigentlich nicht so schlau, muss ich sagen. Ich werde auch versuchen, das jetzt zu ändern und ein bisschen vorzuproduzieren, weil einfach ich gemerkt habe, dass zum Beispiel jetzt, wie jetzt in den letzten 9 Tagen halt, dachte ich mir wieder, okay, nach 2 Tagen, ich habe ein Video ja hochgeladen und dachte... Ja, das ist doch dafür, dass es, wie gesagt, es ist jetzt vor... Am 27.07. Das ist genau... Ich mal kurz auf dem Kalender... Ja. Das ist doch wirklich, wie gesagt, er hat eine kurze Auszeit gemacht. Ist auch jedem selbst überlassen, klar. Also wie gesagt, wenn man irgendwann den Kopf mal voll hat oder wegen Schule oder wegen Arbeit oder sowas oder wegen Freundin keine Zeit so richtig hat, dann sollte man sich klar auf das normale Leben ja konzentrieren. Also YouTube ist ja eigentlich nur so ein, ja, Spaßfaktor. Und ja, jetzt habe ich ein Video, das ist genau an dem heutigen Tag erschienen. Ohne Spaß, wir haben heute den 23.07. und das Video ist am 23.07., also letztes Jahr, vor einem Jahr, ist es erschienen. Und dann ist er ja eigentlich schon über ein Jahr bei YouTube. Eigentlich schon, ne? Nicht 10 Monate. Na, ist egal. Ja, würde ich sagen, gucken wir da auch mal kurz rein. Ich glaube, das Video... Und ich begrüße euch auf meinem Kanal zu meinem ersten richtigen Video. Das erste Video, was ich da hochgeladen habe, das GTA 5 Gameplay, so ist es, ist ja nicht ein Video wirklich von mir, sondern mehr halt ein Informationsvideo. Und das ist nun das erste richtige Commentary auf meinem Kanal, obwohl es ja mehr ein Vorstellungsvideo ist. Ich wollte euch einfach mal zeigen, was ihr auf meinem Kanal so sehen werdet und worauf ihr euch freuen könnt. Und zwar auf meinem Kanal werden demnächst Gameplays, Commentaries, Live-Commentaries und Let's Plays stattfinden. Ich nehme mein... So. Ja, da auch. Wir gehen jetzt wieder in die normale Ansicht. Die Startseite. Ganz schnelles Video. So. Ja, wie gesagt, also wenn man jetzt so die 2 Aufnahmen so vergleicht, die erste Aufnahme war halt die, die jetzt vor 6 Tagen erschienen ist und die andere vor einem Jahr genau, an dem heutigen Tag. Merkt man klar, Mikrofonqualität ist jetzt besser geworden, also viel besser geworden. HD, das ist schon mal auch sehr gut, also 720 bei dem einen Video, bei dem anderen 1080. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem neueren Video 720 und bei dem älteren Video 1080, also das fand ich ein bisschen so, ich dachte, okay, weil da einfach keine Zeit gab, um das länger zu rendern, keine Ahnung. Ja, das war's eigentlich schon. Wie gesagt, also guckt auf den Kanal mal vorbei, das ist wirklich ein super Ding. Er fängt jetzt wieder neu an, will ein bisschen vorproduzieren, so wie man es gerade im Video auch gehört hat. Und da ist auf jeden Fall dann, denke ich mal, in der nächsten Zeit immer mehr... ja, Material zu erwarten und da freue ich mich auch drauf. Also ich werde ab und zu mal vorbeigucken, wenn ich halt, wie gesagt, Zeit habe. Das ist immer so die Sache. Ich nehme es mir immer vor, andere YouTuber mir anzugucken, aber irgendwie von der Zeit lang, wegen Aufnahme, wegen halt wirklich richtigen Arbeiten in der Realität, ist das ziemlich schwierig, wenn man abends nach Hause kommt um 11 Uhr und kurz noch ein Let's Play aufnimmt ein bisschen und dann über Nacht konvertiert und morgens, bevor man zur Arbeit geht, hochlädt und sowas, hat man kaum Zeit irgendwie sich andere Kanäle großartig anzugucken, so, und das ist immer scheiße, ganz ehrlich, aber wie gesagt, ich werde erstmal kurz noch ein bisschen danach der Aufnahme hier noch ein bisschen rumstöbern und werde das Video, wie gesagt, für euch jetzt bereitstellen und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei der Kanalvorstellung von The Captain
mit Nero Viva und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!